Im Studio begrüße ich Tom Göller, er ist USA-Experte. Schön, dass Sie bei mir sind. Schönen guten Morgen, Frau Pochhammer. Also, dieses TV-Duell, haben Sie das genau so erwartet? Diese Hitzigkeit, diese Spritzigkeit und auch das Auftreten von Kamala Harris? Ich war insgesamt überrascht, eher gesagt, über die Themen, aber natürlich auch, wie ich finde, dass das Ganze relativ zivilisiert ablief. Mhm. Also den ersten Angriff hat ja Kamala Harris gleich selbst gestartet, direkt in ihren ersten Sätzen, nachdem sie gesagt hat, sie kommt aus der Mittelklasse. Dann hat sie Trump gleich vorgeworfen, hat keine Ahnung von Wirtschaft. Beide haben auch nicht so richtig auf Fragen reagiert, der Journalisten. Mhm. Ich fand, die haben das sehr gut gemacht, indem die das auch gelegentlich haben laufen lassen. Dadurch kommen natürlich die Kandidaten am besten für die Zuschauer an. Also da weiß man, wer wofür steht. Überrascht hat mich, dass in dieser Sendung wirklich nahezu alle Themen abgehandelt wurden, die Amerikaner interessieren. Natürlich stand Wirtschaft und Migration im Mittelpunkt. Und mitten im Gespräch hat auch mal Kamala Harris gesagt, ja, wegen der Wirtschaft sind wir ja hier, weil so viele im Mittelstand beklagen, dass sie sich keine Häuser mehr leisten können. Und das ist ja der amerikanische Traum von jedem. Ein Eigenheim. Mhm. Da gab es neben den, sagen wir mal, sachlichen Themen, kamen natürlich dann auch gerade beim Thema Migration von Donald Trump dann doch recht unsachliche Aussagen. Ja. Zum Beispiel, Migranten würden Haustiere essen und die Demokraten würden auch geborene Babys noch abtreiben wollen. Ja. Und wie bewerten Sie solche Aussagen? Klar, bei seiner Hardcore-Fanbase kommt das sicherlich an, aber kommt das eben auch bei den Wählern an, die er erreichen will, nämlich denen in den Swing States? Das ist die Frage immer. Aber er musste auch mal punkten für seine eigenen Wähler. Das mit den Katzen und Hunden löst natürlich bei jedem auch bei mir Schmunzeln aus. Oder man denkt, und man sah ja auch den Gesichtsausdruck von Harris. So, also, wie kann man so einen Unsinn erzählen? Aber, das ist ganz wichtig, dieses Gerücht gibt es ja schon eine ganze Weile. Wenn man das immer ignoriert und nie darauf eingeht, fühlen sich diese Menschen vernachlässigt. Das Gerücht ist alt. Mhm. Das gab es auch schon mal zu Zeiten, als viele chinesische Einwanderer da sind. Die fangen Hunde und machen daraus Chop Suey. Also das ist etwas, was so schwebt durch, durch die amerikanische Gesellschaft. Und Trump gab diesen Menschen eine Stimme, indem er präzise sagte, in Springfield, Ohio, da ist das so. Dann fragte er David Muir nach, ja, ich habe aber den City Manager gefragt, der sagt, das ist nicht so. Und dann sagt er, ja, an der Stelle von dem City Manager würde ich das auch sagen. Aber gucken Sie mal, wie sich die Menschen im Fernsehen äußern. Und wenn dann Kamala Harris dazu so lächelt, so etwas herabfällt, hat sie diese Wähler jedenfalls nicht gewonnen. Mhm. Aber die Demokraten stehen ja für die Mittelschicht und für die, ich sag mal jetzt Unterschicht oder die Geringverdiener. Mit so einem Beispiel, so lächerlich das wirken kann, hat Kamala Harris jedenfalls Wähler nicht gewonnen und Trump seine Stammwähler gesichert. Sie hat, Sie haben es schon angesprochen, viel mit ihrer Mimik gespielt, ja. Sie hat viel gelacht, hat viel irgendwie dieses, aha, was erzählen Sie denn da, Gesicht gemacht. Und ja, das kann natürlich auch in einem Wahlkampf lässig wirken, kann aber eben auch ein bisschen arrogant und von oben herab. Wie haben Sie es empfunden? Beides tatsächlich, also gelegentlich, wie in diesem Fall, herablassend. Es geht ja nicht um das Beispiel, sondern es geht darum, wen spricht sie an. Aber welche Chance hat sie denn? Wenn die Mikrofone abgeschaltet sind, irgendeine Reaktion zu zeigen, fand ich sehr gut. Trump hat das ja auch gemacht, indem er über eine lange Strecke sehr ruhig geblieben ist. Er musste dann mal aus sich raus, weil das passt auch nicht zu ihm, wenn er immer nur ruhig ist. Er muss ja seine eigenen Wähler ansprechen und sagen, denen sage ich jetzt aber mal ordentlich Bescheid. Das heißt, beide haben mit ihrer Körpersprache und mit ihrer Mimik das sehr gut gemacht, finde ich. Also jeweils für ihre Punkte und für ihre Politik. Und entschieden ist an dieser Stelle sowieso noch nichts. Dankeschön, Tom Göller, für Ihre Einschätzung. Gerne, danke sehr.